Und um die Vorfreude gleich zu lüften bei Transport Fieber, wir drücken gleich mal auf Play. Und natürlich herzlich willkommen zurück. Der nimmt wieder nichts mit. Ja, stimmt. Das nimmt er ja erst beim nächsten Mal fahren dann mit. Beziehungsweise er ist ja noch nicht durch. Nummern auch verfolgen die Linie. Wir fahren darauf, holen das ab, fahren da runter. Genau, das liefern wir daher, das fahren wir rauf, fahren nochmal runter, liefern es ab und fahren darauf dann. Genau, also passt schon die Linie. Schon gedacht, nicht, dass wir jetzt die Linie falsch eingestellt haben. Und der fährt nochmal alles ab. Der fährt nämlich jetzt nochmal darauf. Nee, der fährt darauf. Ach ja, stimmt, der ist ja schon auf dem Rückweg gewesen. Lädst du was ein? Da wartet nämlich ein Haufen Material auf dir. Unsere ehemaligen Kolonialherren haben sich großzügig gezeigt und uns noch weitere Fahrzeuge geschickt, die sie selbst nicht mehr brauchen können. Ja, Gott sei Dank, endlich, jetzt können wir aufstocken. Ich würde mal sagen, da oben tun wir auf jeden Fall gleich mal Da können wir erstmal warten. Oder können wir auf jeden Fall gleich nochmal da einsetzen. Auf die Lebensmittelroute. Und das mit die Busse da drin, das ist ja kein Problem. Die heben uns erstmal auf. LKWs haben wir immer noch 5 Stück. Da brauchen wir nicht mehr wie 2, also passt schon. Mal sparen. Ein Schiff, noch ein Schiff. Kauft das Schiff und setzt es sofort ein. Hoffen, du fährst nicht auch noch die Linie ab. Der nimmt nur ein was immer mit. Schon gedacht, dass du ein bisschen mehr mitnimmst. Okay. Das heißt, wir müssen die Linie nochmal umbauen. Also gut, der fährt da rauf, holt das Eisen, fährt es runter, bringt den Stahl da runter. Fährt das Getreide da rauf. Ja, wir können schon 2 Schiffe, wenn wir drauf ansetzen, ist schon vom Vorteil. So, nochmal durchdenken, nicht, dass wir hier Fehler machen. Wir können nur ein was transportieren. Lass mal weiterlaufen. Wo fährst du hin?
Der ist noch nicht da. Jetzt fährt er leer wahrscheinlich zurück, weil kein... Oh, doch, ist da. Okay, Gleisbau wird ermöglicht. Schauen wir mal. Was nimmt... Ah, der nimmt Stahl mit, okay. Ja, wir verbinden hier zumindest schon mal die Bahnlinie etwas. Seite bauen. Gleich einen Abschnitt zweigleisig ausführen. So, hier fährt immer noch Stahl und der auch immer noch Stahl, jawohl. Währenddessen fahren wir hier mal schön durchschnitten durch die Landschaft durch zum neuen Bahnhof. Genau, haben wir auch das schon wieder. Es werden halt nur Züge vom Vorteil. Ja, das Depot bräuchten wir auch noch. Ah, der hat Getreide davor, jawohl. Das Depot ranhängen, oder? Wie ausgemessen. Oh, wir können ja Züge bauen, genau. Wenn wir Geld hätten. Da war ja was. Genau. Ja, ich schau mal, ich hoffe mal, dass wir da noch ein bisschen weiterkommen. Wir müssen jetzt wieder grüne Zahlen irgendwie mal einfahren. Und was sonst? Genau. Ja, fahren wir schon mal grüne Zahlen ein. Das ist ja schon mal vom Vorteil. Speichern. Lieber mal speichern. Man weiß ja nie, nicht, dass das Spiel abstürzt. Weil wenn wir mal Geld hätten,
und uns den Zug leisten könnten. Okay, 8 Millionen. Dann. Ja, dann könnten wir auch da die Städte verbinden und wesentlich mehr Geld machen. Genau. Aber wir könnten schon ein Flugzeug kaufen. Das bringt uns, glaube ich, aber noch nichts, weil wir können ja noch nirgendwo hinfliegen. Passagiere. Bringt uns auch nichts. Aber es ist. Ja, jetzt sind wir wieder im Minus. Es ist schwierig. Ich glaube, die Handelsrouten von den Schiffen passen noch nicht so ganz. Das macht ja auch Sinn, dass wir das auf zwei aufteilen. Na, du fährst nur da rauf und da rüber. Wie für Stahlschlacke immer. Genau. Na. Dann neue Linie. Erst von da. Darauf. Erst nochmal runter. Erst wieder rauf. Und so eins zurück. Genau. Mal allgemein zwei einfach. Na, dann fährst du jetzt auf allgemein zwei weiter. Dann hoffen wir, dass wir da jetzt ein bisschen weiterkommen. Und wir fahren keinen Gewinn ein. Irgendwas fährt rasant Minus ein. Ist die Lebensmittelroute. Warum fährt die Lebensmittelroute so viel Verlust ein? Ach ja. Ach du grüne Neune. Deswegen. Wenn die alle im Stau stehen, ne? Unsere ehemaligen Kolonialherren haben sich großzügig gezeigt und uns noch weitere Fahrzeuge geschickt, die sie selbst nicht mehr brauchen können. Zum zweiten Mal, jawohl. Würde man sagen, dann können. Können wir nochmal 4 Stück auf Getreide einsetzen. Kohle ist, glaube ich, kein Problem, da liefern wir genug. Genau. Da abtransportieren tun wir auch genug. Wo müssen wir das Werkzeug hinbringen? Das sind jetzt wieder Einkaufsmöglichkeiten. Können wir doch da jetzt halt irgendwie schön platzieren. Wieder.
Genau, dann fahren wir da nochmal. Die Route so an. Dafür können wir nochmal zwei Fahrzeuge einsetzen. Wir haben zwar kein Geld dafür eigentlich. Aber ich hoffe ja dadurch, dass wir mehr Geld dann einfahren oder einbringen und dann so weiterkommen. Wir müssen auf jeden Fall die Straßen möglichst schnell ausbauen. Ja, daher. Mal Stein und Schlacke liefern. Schauen wir mal. Aber an der Stelle würde ich sagen, wir beenden mal schnell den Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.